Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palworld. Oh, das ist ein Relaxaurus. Cool. Ich denke, die können wir mitnehmen. So. Oh Gott. Ich wusste, der greift an. Komm mal kurz her. Okay. Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt ins Bad gehen soll oder nicht. Weil irgendwie, es hieß den ganzen Tag, soll es regnen irgendwie. Dann hieß es ja nachmittags, soll es anfangen zu regnen. Und jetzt sagt er irgendwie erst abends, soll es anfangen zu regnen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich einfach ins Bad gehen soll jetzt dann. Und einfach denken soll, passt schon. Weiß ich nicht. Was würdet ihr machen? Würdet ihr jetzt einfach mal ins Bad fahren und hoffen einfach, dass nichts ist? Oder würdet ihr abwarten oder lieber daheim bleiben? Ich weiß es nicht, was ich tun soll. Bin da gerade so ein bisschen überfragt. Oh. Ups. Hupsi-dupsi. Wenn was unterkommt, dann aber richtig wie gestern Abend. Bei mir war gestern Abend mal wieder nichts. Angesagt war es und dann nichts. Wie halt immer eigentlich. Oder halt so drei Tropfen. Das passiert dann auch immer so. Okay, wenn es das jetzt war. Glückwunsch. Ich finde das Wetter irgendwie, es ist nicht vorhersehbar irgendwie. Das ist richtig krass. Es war letztes Jahr schon so und dieses Jahr ist es auch wieder so. Der Wetterbericht sagt irgendwas und so viel Zeit garantiert nicht. Wenn der Wetterbericht sagt Regen, dann braucht man da jetzt nicht so viel drauf geben. Und wenn der Wetterbericht aber sagt, es wird schön, dann wird es zu 90% einfach nicht schön. Also ich habe echt viel Kacke schon erlebt mit dem Wetter in letzter Zeit. Schauen wir, ob die drin bleiben. Für die Sammlung. Einen bräuchten wir dann noch. Okay, dann schauen wir mal nach da oben. Also ich weiß halt nicht, ob ich jetzt ins Bad fahren soll oder nicht. Und ja, bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. War schon immer cool im Bad und so. Aber wenn wieder rumfahren, da Menschen, die mich aufregen, muss ich mir noch überlegen. Oh, ein pennendes Livmunk. Es ist fällig. Es ist sowas von fällig. Ich nehme mal ein paar Beeren mit. Nein, jetzt rennt es weg. Oh, das Gillette stand vor dem Weg. Ich sammle das Gillette mal kurz an. Ach, aber wenn ich dich angreife, bist du tot. Deswegen bleib doch einfach hier. Da unten gibt es auf jeden Fall ein Ei. Ah, da gehe ich jetzt nicht freiwillig hin. So, entweder bleibt das jetzt drin oder das hat Pech gehabt. Ja, hat Pech gehabt. Ich fange nur hier nicht alles. Da hinten ist eine. Das sind schon diese Nachtdinger. Finde ich super. Und fangen. Ah, ich glaube, das sind noch ein paar mehr, oder? Ein Depresso nehme ich auch mit. Oh, ist leider gestorben. Noch ein Depresso, was nicht gestorben ist. Was ist denn das? Ein Medaillenhändler. Hab ich mich gerade erschreckt, Leute? Ist da einfach so ein Medaillenhändler? Nee, ich möchte, wenn er mich verbessern. Okay, ich brauche noch ein paar. Ich finde die Typis echt creepy. Warte schnell zu der Schatztruhe. Ah, da drüben geht es dann weiter mit der Eiswelt. Schön, schön. Dann porten wir uns mal heim.
So, schnell Reise freigeschalten. Dann geht's mal wieder in Haus in unser Lager. Wir haben schon echt viel von der Map erkundet. Also ich weiß, es geht noch ein Stückchen, aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg. So, oh, wow, wir haben voll viele Sachen gefunden einfach. Vor allem zum Essen irgendwie. Können wir, glaube ich, einiges mal grillen. So, so ein Kräuterbraten. So ein Braten. So, dann kommt da das restliche Zeug rein. Okay, dieses gegrillte Ding. Okay, ja, da schmeiße ich den mal rein zum Fressi. Bären, so tue ich mal raus und tue ich mal in den Kühlschrank. Das Brot kriegt ihr noch. So. Gut, das Ei möchte ich auch noch ausbrüten, aber da ist besetzt. Dann gehen wir mal schlafen. Haben uns verdient. Wenigstens hat der keine Folterinstrumente bei sich rumsteht. Ja, das wäre nicht so cool. Es sieht schon so besonders aus. So. Ah, meine neue Spitzhacke ist fertig. Dann können wir auch noch. Achso, wir haben noch keine Dinger dafür. Aber wir können jetzt hochwertigen Stoff und so herstellen, gell? Da war was. Ich habe Dinge gelernt. Hochwertiger Stoff. Okay, ich brauche welche für die Perlbetten, deswegen brauchen wir unsere ganze Wolle da rein. Notfalls tue ich halt so einen Wolli reinstellen bei den Dingern. So. Oh Gott, jetzt schreien draußen wieder Kinder rum. Ich hasse es. Hochwertige Metallaxt. Mach mal. Hauen wir mal eine Runde auf. Das ist ein Heal-Trank. Dann hau ich mal nochmal so Dinger auf. Unser Gillette. Muss man um die Uhrzeit so rumschreien? Okay, ich weiß es. Ich bin Nacht. Oh, wow, das ist ein bisschen stark. So. Weil ich brauche auch noch den Sattel für den. Dafür brauche ich auch dieses hochwertige Zeug. Metallbahn. Und noch mehr Stoff. Okay. Dann. Gehen wir mal kurz zu dem Lager. Wir waren als Kinder doch auch nicht anders. Ja, ich war immer so ein ruhiges Kind. Ich wollte immer keine Nachbarn verstören. Ich war immer schon so mega vorsichtig. Mega zurückhaltend. Aber irgendwie, ich habe das Nachbarskinder und irgendwie die schreien halt auch irgendwie extrem. Okay, alle selbstzerstörerisch. So. Gut, ja, putze mal ein paar. Okay, wir haben ein bisschen Mehl bekommen. Ich tue mal das Mehl da rein. Wollen wir mal das Chickpea und das Bushi versuchen? So, du bist weiblich. Jetzt weiß ich nicht, was ich für ein Chickpea habe. Ob das männlich oder weiblich ist. Wenn nicht, droppe ich ja kurz ein männliches. Nee, das ist männlich. Ach, das ist männlich. Passt ja. Brauche ja männlich, das, wenn ich mich gerade recht erinnere. So. Dann kriegt ihr mal kurz Paarungszeug. Okay. Dann paart euch mal eine Runde.
Okay. Schauen wir mal kurz hinter zu denen. Ich glaube, ich muss dir eine Base bauen. Das triggert mich total. Irgendwann machen wir Community-Ding. Habe ich beschlossen. So, wie läuft's da? 135 nur. Schämt euch. Nee, das läuft hier echt gut. So. Ich meine, ich wollte ein paar Metallbahnen mitnehmen, gell? Ha, nur 2 Tonnen. Tonnen, das ist ja so gut wie nix. Ja, ich glaube, die sind weiter rechts. Okay. Ich hoffe, die sind jetzt im letzten, sonst bin ich nämlich jetzt genau in die falsche Richtung gegangen. So. War ich noch irgendwas, was ich machen wollte? Da könnt ihr auch noch mal so einen schönen Rochwurmbraten könnt ihr grillen. Grillt doch so gerne. So, ein großes Palbett. Was brauche ich dafür jetzt noch mal? Okay. Nägel brauche ich auch noch. Okay. Nägel. Und für den Sattel brauche ich vor allem Stoff. Okay. Das heißt, ich darf dann auch noch Stoff herstellen, aber ja. Es läuft hier gerade alles an. Die arbeiten hier schon irgendwie. Ah, meine hochwertige Metallaxt ist fertig. Ich ersetze das mal. So, jetzt habe ich nur noch fertige Sachen. Und die anderen, ich baue mal so eine Teilkiste hier nochmal hin, dass wir irgendwie Platz haben. Weil die verkaufe ich, glaube ich, bevor ich die wegwerfe. So, bauen wir alle zusammen eine wunderschöne Metallkiste. Das freut mich. So. Das tun wir jetzt auch mal weg und die Pfeile dazu. Machen wir mal so. Dass ich nicht ganz so viel durch die Gegend trage. Ein Riesenei und es ist Anubis. Wer hätte es erwartet? Aber er hat einen grünen Daumen. Nur ein bisschen selbstzerstörerisch. Rochwurmbraten. Ich wollte nicht schießen. Schauen wir mal, wie es bei denen in ihrer Paarung so geht. So arbeitet, ja. Das ist eine schöne Arbeit. Ja. Ausgebrütet. Schauen wir mal, was da drin ist. Ein bisschen Rentier. Okay, passt. Ihr habt alles schön was zu tun. Ich kann mal nach da oben schauen, ob da mal wieder so ein Lager da ist. Weil dann schauen wir einfach mal. Stimmt, oder? Ja, das ist doch. Waren doch schon ewig nicht mehr. Und trotzdem kann man sich da immer die wunderschönsten Pies rausholen. Wow, da ist irgendwas drin. Das Gummus kämpft gegen die und das Gummus verliert. Minderwertige Munition und so. Das nimmt man doch alles immer ganz gerne mit. Willst du das arme kleine Gummus besiegen? So, das Gummus gerettet. Ganz freundlich. Oh, das Floppy hat Angst. Ein Floppy. Gut, dann. Machen wir als nächstes mal einen Ausflug. Wieder nach da oben am besten. Da haben wir jetzt eigentlich alles gut erkundet. Da müssten wir vielleicht noch ein bisschen hinschauen. Ein bisschen diese Seite.
Das da oben ist alles stärker. Ich glaube, wir müssen echt erst in diese Richtung. Gehen wir mal dahin. Gut, aber wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Palworld. Bis dahin. Bye.